Stell dir vor, dir drückt ein Unbekannter eine Tasche in die Hände. Mit 1 Million Dollar drin. Genau das passiert dem 16-jährigen Chris mitten in Zürich. Doch woher kommt das Geld? Stammt es aus einer schmutzigen Quelle? Dann will Chris keinen Cent davon anrühren. Zusammen mit seiner Freundin Kira geht er der Sache nach. Von Zürich bis in die Gassen von Paris. Wir folgen jetzt den Spuren von Chris und Kira. Und die folgen den Spuren des Geldes. Follow the money. In mehreren europäischen Großstädten wird eine Reisetasche mit 1 Million Dollar drin abgegeben. In Paris ist der Mann, der auch Chris die Tasche in die Hände gedrückt hat, von einem Überwachungsvideo erfasst worden. Die französische Polizei besitzt deshalb Hinweise, woher das Geld stammt. Doch sie gibt diese Information nicht bekannt. Um der Sache auf den Grund zu gehen, fahren Chris und Kira im TGV nach Paris.